Hey, mein Haus ist hier oben. Wenn du es sehen willst, oder eben nicht, klar, wieso nicht? Du vernimmst ein beruhigende Stille. Du bist von Unschlossenheit erfüllt. Speichern. Spiel gespeichert. Gehen wir weiter. Ich will aber kurz das Schild lesen. Norden, Blockflur. Osten, Hostland. Temidorf. Temidorf. Es ist eine Schnecke. Aus irgendeinem Grund fragst du dich, wie sie wohl schmecken würde. Fuck. Schleim, Schleim. Eine lange Reise steht dir bevor. Schleim, Schleim, geh weiter bis zum Horizont. Schleim, Schleim, du verkündest es seinem Boy. Ein zweites Haus war schon lange überfällig. Seltsam, ich arbeite gerade. Ich meine, willkommen zu Block Familienfarm. Ja, ich bin der einzige Angestellte. Das Geschäft lief hier einmal sehr gut, aber unsere gerostete Kunde verschwand eines Tages einfach. Jetzt kommt hier nur so ein behaarter Mann einmal im Monat vorbei. Möchtest du ein Spiel spielen? Es heißt Donnerschnecke. Die Schnecke machen ein Rennen und wenn die gelbe Schnecke gewinnt, gewinnst du. Teilnehmer kostet, wieso nicht? Okay. Trick wiederholt Z zum Anfeuern. Bereit? Oh, ihr habt beide euer Bestes gegeben. Aber eine Schnecke sieht ermutigt aus. Ihr Bestes war nicht gut genug. Oh. Oh, okay. Hm. Nicht. Okay, leider ist es abgeschlossen. Kann ich auch nicht hier rein. Gut, was ist das hier? Geht das irgendwo weiter nach Dutur? Scheint nicht, als wäre jemand zu Hause. Was? Was? Ich lebe hier? Was? Den habe ich jetzt nicht gehofft. Dieser kleine Vogel möchte dich hierüberfliegen. Nimmst du das Angebot an? Warte, warte, warte. Ich will gerne wieder zurück, kleiner Vogel. Aber das ist geil, wie der Vogel sich Mühe gibt, so ein süßes
süßer kleiner Vogel packt so ein 8-jähriges Kind. Ich weiß nicht, wie alt Frisk ist, aber muss schon ein paar Kilo haben. Also jetzt nicht wie ein Erwachsener, aber trotzdem Respekt an das Vögelchen. Ich habe ein paar tolle Sachen zu verkaufen. Was hattest du denn? Krabbenapfel, Meerestee, Diffusbrille, zerrissene Buch, Meerestee wäre toll. Dann Diffusbrille, Rüstung. Ich lebe schon eine ganze Weile, vielleicht sogar zu lange. Naja, überall, immerhin bist du eine Schildkröte. Geschichten zu studieren ist wirklich leicht, wenn du so viel davon selbst erlebt hast. Wahaha. Dieses Emblem der König über die... Wie, du weißt nicht, was das ist? Was bringt man euch Kindern heutzutage in der Schule bei? Das ist die Delta-Rune. Das Emblem unser Königreich ist. Das Königreich. Der Monster. Toller Name, was? Es ist, wie ich es immer sagte, der alte König Fluffy Bones hat es einfach nicht mit Namen. König Fluffy Bones, er ist ein freundlicher und sorgenloser Kerl. Wenn du ein wenig weiter reist, wirst du ihn bestimmt treffen. Er liebt es zu wandern und mit den Leuten zu plaudern. Warum ich Dreamer Fluffy Bones nenne? Oh, das ist eine tolle Geschichte. Ich erinnere mich nicht. Aber wenn du ein wenig später zurückkommst, bin ich mir sicher, dass ich mich zurückerinnere. Über Undyne. Undyne, richtig, sie ist eine regionale Heldin. Sie hat sich alleine mit Mum und Entschlossenheit an die Spitze der Königsrinne gekämpft. Sie kam erst vor kurzem hier vorbei und fragte nach jemandem, der genau wie du aussah. Ich würde aufpassen, Kind, und ein paar Items kaufen. Es rettet vielleicht dein Leben. Diese Emlyn datiert die Geschichte zurück. Die echte Bedeutung ist verloren gegangen. Alles, was wir wissen, ist, dass das Dreieck uns Monster darstellt und der geflügelte Kreis darüber etwas anders. Die meisten Leute sagen, es handelt sich um den Engel aus der Prophezeiung. Gut, ich gehe dann mal. Sei vorsichtig da draußen, Kind. Ich will mir auch jetzt... Und zwar Dodos Ei, Astronautenfutter, Spielzeugmesser, Verband, Karamellkuchen. Das ist alles sehr. Den Schneemann-Teil nenne ich einfach da. Und ja, ich weiß nicht, habe ich den Schneemann überhaupt dorthin gebracht? Ich denke schon. Es ist so viel passiert, Leute, dass ich nicht mehr weiß, was ist. Und dann kann ich mir auf. Auch mehr was kaufen. Und zwar kaufe ich mir diese Tiefesbrille. Und dann habe ich einen Schutz. Ups, das wollte ich nicht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir gehen. Wenn wir das...
Achso, dieses Zeichen meint er. Das habe ich nicht gesehen. Also ich habe nur den Text geachtet. Und ja. Ich, wie gesagt, ich verpeile so einiges, Leute. Kiste verwenden. Wieso mache ich das? Hier unten ist nichts. Weiter kann man auch nicht. Ist immer schön, immer alles zu sehen, bevor man irgendwo hingeht. Obwohl, dieses Schild habe ich nicht gelesen und ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Okay. Tut mir leid, kleiner Flugkröte. Nee. Also ich weiß nicht, also was ist da? Vielleicht einfach nur Shop oder sowas. Verletzt geschlagen, Angst um unser Leben, gaben wir schließlich auf. Sieben ihrer größten Magier versiegelten uns im Hintergrund mit einem Zauberspruch. Alles kann durch das Siegel herein, doch nur eine mächtige Seele kommt wieder raus. So. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Zauber umzukehren. Eine riesige Macht gleichbedeutet mit sieben Menschen zählen, kann die Barriere zerstören. Es wird immer, also mir fallen gerade auf, sehr viele Wunschblumen sind da, also Eckeblumen. Dieser verfluchte Ort hat weder Eingänge noch Ausgänge. Ein Mensch werde niemals hier herunterkommen. Wir werden für immer hier unten gefangen bleiben. Diese Eckeblumen, ne? Werden auch immer mehr. Das ist spezieller Feind, Timmy. Möchte dich besiegen. Emmy. Timmy von Timmy. Lieben es putzige Menschen, die zu streicheln und du bist allergisch. Oh mein Gott, Menschen putzig stirbt. Wie aussieht, hat sie so ein Epilepsie oder so. Füttern. Noch füttern. Okay. Tammy möchte ausschließen. Tammy. WTF? Hört das auch manchmal auf, Timmy? Okay. Timmy möchte dich stürmisch umarmen. Oh, Timmy ist so putzig. Armbeugen. Ich muss widersprechen. Nein! Nur wir beide, hä? Was? Ah! So meinte ich das nicht, als ich Armbeuge gemacht habe. Achso, verstehe. Ich musste einfach nicht mehr niedlich sein. Okay. Was? Diese. Okay. Okay, ich hab keine Ahnung. Es ist ja plötzlich noch irgendwas passiert. Ach so.
weiß nicht, wo es hingeht. Aber ich nehme an. Das ist nervig. Gnade schon, weil wir sind so. Gut. Super, was so passiert ist. Habe ich jetzt meine Sachen? So, dann muss ich ja noch das wieder kaufen, Supi. Fußballe. Ja. Und Leeres Tee. So. So. Okay. Wenn man schon Game Over hatte. Oh, verstehe. Okay. Bei Timmy wissen wir, was wir machen. Und dann kommt er. Nein, nein. Der müsste jetzt verschwinden. Oh, 60 Gold habe ich verdient. Ah, das ist gut. Also mir ist das nicht eingefallen. Was mich ein bisschen an Undertale stört, ist, dass das ein bisschen wie ein bisschen Pokémon. Du läufst halt rum. Hast, dann hast du Pech. Thank you.
das wollte ich nicht. Okay, das sind... Ich meinte das nicht so. Ohne Kerzen oder Magie mussten die Monster Kristalle verwenden, um ihr Zuhause zu finden. Push. Silber. Mal, das ist das erste Mal, dass ich friere. Sonst mache ich das nicht. Nicht mehr so viel. Okay, ich laufe jetzt mal durch. Ich weiß, Leute, ich bin nicht sowas, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock auf ein Game Over. Ah, ja, Leutchen. So viel dazu. Ich mag's gar nicht, dass es so dunkel ist. Kann sein, dass ich irgendwas verpasse. Mann, Leute. Hinter dir. Und
Gott, ich habe das Thema B. 7. Menschlichen Seelen. Mit der Macht, sieben menschlicher Seelen, wird unser König Asgard Dürmer zu einem Gott werden. Mit dieser Macht wird Asgard endlich die Barriere zerstören. Er wird endlich die Oberfläche von den Menschen zurückerobern. Wir werden ihnen die Schmerzen zurückgeben, die wir so lange verkraftet mussten. Verstanden, Mensch? Das ist deine einzige Chance, sie wieder gut machen. Gib mir deine Seele, oder ich entreiße sie deinen Körper. Oh nein, ich helfe dir beim Kampf. Oh. Jo! Du hast es geschafft. Andane steht genau von dir. Du hast den besten Platz von ihrem Kampf bekommen. Oh. Der rafft nichts. Warte. Gegen wen kämpft sie? Hey! Du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Du erzählst. Speichert genau das. Gut, ich kann. Du vernimmst ein Gespräch. Wenn ich dir meinen Wunsch sage, versprichst du, dass du nicht lachst? Ach so, die Blumen geben das ab, wo man geredet hat. Natürlich werde ich nicht lachen. Du vernimmst ein Gespräch. Eines Tages müsste ich den Berg erklimmen, unter dem wir begraben liegen. Den Himmel sehen und die Welt ansehen, das ist mein Wunsch. Du hörst ein Lachen. Hey, du hast gesagt, du würdest nicht lachen. Entschuldigung, es ist nur witzig, denn das ist auch mein Wunsch. Doch es gibt eine Prophezeiung. Der Engel des Wesens, das die Oberfläche sah, wird zurückkehren unter den Untergrund. Wird leerer werden. Dadurch kenne ich nicht. Jo! Jo, ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich möchte dich etwas fragen. Mann, ich habe das noch nie jemanden gefragt. Jo, du bist doch ein Mensch, richtig? Mann, ich wusste es. Naja, ich weiß es jetzt, meine ich. Andane sagte mir, entferne dich von dem Menschen. Also, weißt du, das macht uns wohl zu Feinden oder so, aber das gefällt mir nicht. Jo, kannst du etwas Gemeines sagen, damit ich dich hassen kann? Bitte? Nein. Jo, was? Dann muss ich das machen? Wird schon schief gehen. Ich kann dich nicht ausstehen. Mann, ich bin so ein Arsch. Ich gehe jetzt nach Hause. Jo, warte, Hilfe, ich häng fest. Mann, wenn du meinen Freund verletzen willst, musst du erst mich besiegen. Oh, das ist nicht toll. Oh nein. Sie ist weg. Du hast mir echt die Haut gerettet. Das mit dem Feind stimmt wohl doch nicht.
Wir sind stattdessen lieber Freunde. Mann, ich sollte wirklich nach Hause gehen. Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Bis später, Mann.